Sie liegt etwa in der Mitte des Landkreises, der von ihr seinen Namen Hankenhaus auf seinen Filmstreifen nimmt, war auch der Reporter des Freisinger Tagblattes nicht müßig. Ja, die Presse, sie hat es halt immer am eiligsten und hat seinerseits auf die Platte gebaut. Ja, das Freisinger Tagblatt, das ist natürlich dauernd besorgt, den Leuten in Stadt und Land die letzten Neuigkeiten draußen, aus der Welt und von daheim zu erzählen. Jeden Tag eine neue Nummer, da raucht nicht nur die Zigarette, da raucht auch der Kopf. Bevor noch das Kaffeewasser zu gurgeln beginnt, liegt die neue Ausgabe schon auf dem Frühstückstisch. Die ehemalige Landstraße, die durch das Moos geführt hat, wird hier zum Freisinger Pflaster. Außerhalb der Stadt, wo die letzten Häuser stehen, da fließen die grünen Wasser der Isar. Sie hat fast denselben Lauf wie die Landkreisgrenze vom Süden nach Osten. Einen stillen Nachbarn hat der unruhige Gebirgsfluss. Das ist die Amper, die noch etwas von der Behäbigkeit des Ammersees mitbringt. Hinter Moosburg trifft sie sich mit dem bayerischen Strom. Hier am Zusammenfluss wurden in den vergangenen Jahren die Amperwerke gebaut. Freilich verändern sie etwas am Gesicht der Landschaft, die Stauseen, die hohen Dämme, die mächtigen Hochspannungsmasten. Aber weiße Kohle, sagt man zu den Wasserkräften in unserer bayerischen Heimat, und sie sind es, die die mächtigen Turbinen treiben und das Land mit Stromenergie versorgen. Gleich in der Nachbarschaft, in Moosburg selbst, ist das elektronische Werk Driescher. Es stellt die vielen Einrichtungen her, die Mittler sind zwischen dem Stromerzeuger und dem Stromverbraucher. Es ist wie ein Spiel mit der ungeheuren Kraft, wenn auf dem Versuchsstand die fertigen Teile geprüft werden, wenn 150.000 Volt den dunklen Grund wie eine Landkarte mustern. Als vor über 150 Jahren weißblaue Herolde die Errichtung des Königreiches Bayern ausriefen, da veränderte sich wenig im alten Stammland. Und draußen, auf den weiten Fluren, ging das Leben weiter, so wie es bisher war. Bauernland war es seit seiner Besiedlung, das Land zwischen Kranzberg und Moosburg. Und Bauernland ist es bis heute geblieben. Viele Altbauernhöfe sind schon jahrhundertelang im gleichen Besitz. Nun war schon immer neben der Bodenbewirtschaftung die Viehhaltung die wichtigste Einnahmequelle der Bauern. Wenn man auch dem oberbayerischen Bauern nachsagt, er sei halt doch ein wenig misstrauisch für die neumodischen Dinge, so widerlegt er dies am besten dadurch, dass er die Spötter in seinen Stall führt. Dort ist die Technik seit langem zu Hause. Auf vielen Höfen werden die Kühe elektrisch gemolken. Nur das Nachmelken ist noch Handarbeit.
Und wenn der Wagen vom Moosburger Käsewerk kommt, steht die Milch schon abholbereit. Im Käsewerk Moosburg wird bei einem langen, ziemlich komplizierten Prozess aus der Milch der Kas aufs Brot. Und dabei handelt es sich hier um eine besondere Art, nämlich dem Schmelzkäse. Aus dem Rohkäse, den man durch Zusätze zeitweilig in den großen Schmelzkesseln zähflüssig macht, wird endlich die bekannte Dreiecksform. Sie wird vollautomatisch verpackt. Geschwindigkeit ist ja keine Hexerei. Und gelangt dann auf den Markt. Jeden Mittwoch und Samstag ist in Moosburg der Gemüse- und Viktualienmarkt. Natürlich sind es nicht nur die Moosburger, die fleißig einkaufen, aus der ganzen Umgegend kommen die Landleute in das schmucke alte Städtchen. Es war im Jahr 826, da brachten zwei Mönche aus Rom die Reliquien des heiligen Castulus nach Moosburg. Darauf beschlossen Adelige und Mönche, eine Kirche zu bauen. Genau an die Stelle, wo sich jetzt die gegenwärtige Basilika erhebt. Wenn man in das Münster geht, schaut man mit Staunen das eindrucksvolle Westportal. Höchst beachtenswert ist das Tympanon, das in seiner Darstellung einen guten Teil von der Geschichte des Münsters erzählt. Das Innere der Kirche ist schlicht, aber gerade deshalb von einer feierlichen Wirkung. Der Hochaltar nimmt in seiner Pracht und Größe unter allen spätgotischen Altären Altbayerns den ersten Platz ein. Es ist eine Arbeit des Landshuter Bildschnitzers Hans Leinberger. Gerade um die Zeit, als er dieses Werk schuf, schnitzten andere Künstler an dem Chorgestühl, das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. In den letzten 100 Jahren hat sich viel verändert in Moosburg. Und man wundert sich, dass trotzdem noch so etwas wie ein Hauch malerischer Altertümlichkeit über dem Städtchen liegt. Da sind vor allem die Reste des Grabens und der Stadtmauer noch erstaunlich gut erhalten. Das Wandern von Dorfkirche zu Dorfkirche im Freisinger Land hat einen ganz eigenartigen Reiz. Man kann es zunächst gar nicht glauben, dass hinter den oft mehr als anspruchslosen Kirchen köstliche Schätze verborgen sind. Eine besondere Kostbarkeit birgt die Kirche in Neufahren. Außen ein beachtenswerter Bau der Spätgotik, ist sie im Innern eine der typischen barocken Wallfahrtskirchen Altbayerns, die dem Pilger nicht reich und licht genug erscheinen konnten. Thank you.
Schrein des Hochaltars steht das wunderbare Kreuz mit dem bekleideten und gekrönten Christus, welches seit dem 16. Jahrhundert als heilige Kümmernis verehrt wurde. Wenn im Landkreis auch die gotischen Kirchenbauten überwiegen, so treffen wir auf unserer Wanderung doch auch Gotteshäuser, die noch aus dem Zeitalter der Romanik stammen. Und sind die Kirchen Zeugen von der tiefen Religiosität des Bauern, der Gottes Fluch und Segen in Ernte und Missernte spürt, so erzählen uns die alten Schlösser und Denkmäler von der Geschichte des Landes und seiner Menschen. Im Westen, schon bald an der Kreisgrenze, im Glonntal, liegt das Schloss Hohenkammer, zu dessen Füßen sich das Dorf hinbreitet. Im Osten, dort wo sich ein Hügel aus dem Hinterland in die Isarlandschaft vorschiebt, liegt Bruckberg. Das Schloss hat viel Ähnlichkeit mit dem von Hohenkammer, ist es doch fast zur selben Zeit gebaut worden. Hinter dem Schlossbau, auf dem ansteigenden Hügelmassiv, geht der Blick über die baumreiche Talfläche, die der Isarstrom durchfließt. Kurz vorher hat er einen Buckel in die Landschaft gemacht. Hier schaut das Schloss Isareck beherrschend über das Tal. Am 9. November 1313 war die Schlacht bei Gammelsdorf. Dabei schlug Ludwig der Bayer, der sich Monate später die Kaiserkrone auf das Haupt setzen durfte, seinen Widersacher Friedrich den Schönen von Österreich. Und wie es damals zuging in der Schlacht, wie sich die edlen Ritter und Kämpen gegenseitig den Garaus machten, das zeigt sehr anschaulich das große Gemälde im Heimatmuseum. Ansonsten ist das Freisinger Land nicht besonders reich an äußeren Schmuckstücken. Die Wohnstätten der Bauern sind bescheiden und zweckmäßig. So wie sich ihre Kirchen als schlichte und einfache Bauten in den Dörfern erheben, so sind auch die Bauernhäuser. Sie zeigen etwas von der herben und zurückhaltenden, mitunter auch misstrauischen und wortkargen Art der Leute selbst. Während im südlichen Teil des Landkreises, um Heilbergmoos, auf großen Flächen Pfefferminztee angebaut wird, gehört der Norden bereits zur Hallertau, zum Hopfenland. Die erste sichere Kunde von gehopftem bayerischem Bier stammt aus dem Jahr 1070, doch sind im Freisinger Landkreis schon im 9. Jahrhundert Hopfengärtlein urkundlich erwähnt. Nandlstadt, das ist das Tor zur Hallertau. Der Hopf ist ein Tropf, so heißt ein Ausspruch. Und der, der ihn zum ersten Mal gesagt hat, wird schon gewusst haben, warum. Denn anspruchsvoll ist er, der Hopfen. 6 bis 8 Meter hohe Gerüste aus Holz und Draht braucht er, damit er aufwachsen kann. Die Hopfenbauern sagen, der Hopfen will seinen Herrn jeden Tag sehen. Und sie meinen damit, dass er schon sakrisch viel Pflege braucht. Erst im 3. Jahr nach der Pflanzung bringt so eine Anlage die erste Vollernte. Dann strömen viele tausend Hopfenzupfer aus allen Teilen des Landes, oft mit Kind und Kegel, in das Anbaugebiet und zupfen die reifen, klebrigen Dolden. Wenn die Hopfendolden auf den Darm getrocknet sind, sind sie federleicht geworden
und werden in Säcke abgefüllt. Der Hopfen wird versiegelt und dann ist es Zeit, dass er seine große Reise antritt. Meist ist die erste Station der Nürnberger Hopfenmarkt. So wie der Hopfen, so ist auch die Gerste im Freisinger Land heimisch geworden. Sie nimmt etwa 11% des Ackerlandes in Anspruch. Von den Fluren ergießt sich der goldene Strom in die Melzereien und aus der keimenden Frucht entsteht duftendes, süßes Malz, das vermengt mit Wasser zur Bierwürze wird und im Sudkessel zusammen mit dem Hopfen stürmische Hochzeit feiert. Vor 400 Jahren haben sich in dem kleinen Moosburger Städtchen, das kaum 1000 Menschen in seinen Mauern barg, immerhin 14 Bierbrauer redlich ernährt. Heute treffen auf die 10.000 Einwohner noch 3 Brauereien. Die Setzbrauerei, die im Jahre 1932 kaum 1.000 Hektoliter Bier produzierte, hat heute schon ihren Ausstoß auf 120.000 Hektoliter im Jahr erhöht. Und das ist beruhigend, denn so kommt es, dass kein Moosburger Durst leiden muss. In diesem Moosburger Werk werden Steine aus Leichtbeton hergestellt. Leichtbeton, das ist Beton, der durch Zuschlagstoffe porig gehalten wird. Er dient in erster Linie zur Wärmeisolation und Schalldämpfung. Und was da die Steine umlädt, das ist ein Gabelstapler. Der kommt von einem anderen Betrieb, gleich nebenan.
Dieses Gerät wird nach vielen Ländern exportiert. Große und kleine Firmen rationalisieren ihre Betriebe mit Hilfe des Gabelstaplers. Als 1945 die Landkreisverwaltung ihr Amt übernahm, da war es vor allem die Wohnungsnot, die viel Kopfzerbrechen bereitete. Das Land war voll von Evakuierten und Geschädigten, die im Bombenregen der Kriegsnächte wohl ihre Heimat erhalten, doch Hab und Gut verloren hatten. Da strömten noch die Flüchtlinge in den Freisinger Raum. Und es dauerte lange Zeit, trotz aller Initiative, bis hier einigermaßen geholfen werden konnte. Es wurde gebaut und gebaut und es entstanden neue Häuser, neue Siedlungen. In Kratzer-Rimbach brechen die großen Schaufeln des Baggers den Ton, der im Tagbau gewonnen wird. Er ist das Rohmaterial zur Herstellung von Ziegeln. Schon uralt ist ihre Herstellung. Und doch fand die Zeit immer wieder Verbesserungen, die den Ablauf der Arbeitsgänge intensivieren. Viele Ziegel wurden in den Jahren nach dem Kriege dafür verwendet, um den Kindern, der Jugend, neue Schulen zu bauen. Da war es in erster Linie die vorbildliche Zusammenarbeit der Gemeinden mit dem Kreis, die es ermöglichte, moderne pädagogische Anstalten in Neufarn, Halbertmoos, Eching, Zolling und Moosburg erstehen zu lassen. Eine Schule besonderer Art ist die Hauswirtschaftsschule Wittibsmühle. Sie wird von fleißigen Mädchen fleißig besucht. Nach Beendigung der Ausbildungszeit verlassen sie die Schule als perfekte Hausfrauen. Es gibt viele wichtige Aufgaben, die die meisten Gemeinden allein nicht erfüllen können. Aber was einer nicht kann, können viele. Und so schlossen sich die Gemeinden zu einem Landkreis zusammen. An der Spitze eines Kreises steht der Kreistag, der hier gerade eine Sitzung hält. Meine sehr verehrten Herren, ich darf dann den Tagesordnungspunkt 5 aufrufen. Aufstufung der Gemeindeverbindungsstraße Nandlstadt, Eierschwanz, Hörgershausen zur Kreisstraße. Sie wissen ja alle selbst, dass der Landkreis Freising der Kreis in Oberbayern ist, der im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl am stärksten mit den Kreisstraßen belastet ist.
Wir haben 155,5 Kilometer und im Jahre 1945 waren hiervon nur 6 Kilometer mit einer Schwarzdecke versehen. In der Zwischenzeit, insbesondere seitdem wir eine eigene Straßenbahnverwaltung haben, ist es dank der Tatkraft des Kreistages gelungen, dass wir unser Straßennetz so weit ausgebaut haben, dass wir heute nur noch 37 Kilometer Kiesstraßen im Landkreis Freising haben. Dass also der weitaus überwiegende Teil unserer Straßen im Laufe der letzten Jahre geteert werden konnte. Und was der Kreistag beschlossen hat, wird sofort in die Tat umgesetzt. Die Leute im Landkreis haben sich längst an dieses Bild gewöhnt. Baukolonnen bei der Arbeit. Was vorher sorgfältig geplant wurde, hier wird es Wirklichkeit. Mensch und Maschine schaffen neue Straßen. So um die Jahrhundertwende sind sich zwei oberbayerische Dickschädel wegen einer Geringfügigkeit in die Haare geraten. Eigentlich nicht direkt in die Haare, denn sie ließen den Streit durch ihre Ochsen entscheiden, die ein Wettrennen austragen mussten. Seit dieser Zeit findet jedes Jahr in Oberhummel das Ochsenrennen statt. Und das ist zugleich die größte Gaudi für Jung und Alt. Von nah und fern kommen die Neugierigen herbei, um dieses Sportfest nicht zu versäumen. Vor dem Start noch eine Stärkung, denn die Bierruhe ist sehr wichtig. Auf die Plätze, Achtung, fertig, los. Wie schnell doch so ein Rindvieh laufen kann. Der eigentliche Sieger denkt sich weiter nichts dabei. Noch ahnt er nicht, dass einst seine eichenlaubbegrenzten Sportlerbeine vielleicht schon sehr bald zum Schlachthof schreiten und dass seine geduldige, später gegerbte Haut zu Schuhen verarbeitet wird. Lang, lang ist's her, da man Zeit und Geld hatte, sich die Schuhe anmessen zu lassen. Die Arbeit der einst so gewichtigen Schuhmacherzunft hat die Industrie übernommen. Freilich gehört auch hier, trotz der modernen Maschinen, immer noch viel Fleiß und Geschicklichkeit dazu, um die massiven Sohlenbeschützer zu bauen. Die Autobahn ist natürlich nichts für Schusters Rappen. Hier sausen die Gummireifen auf der Autobahn München-Nürnberg, die dabei ein gutes Stück Weges den Landkreis durcheilen.
Überhaupt waren die Freisinger schon seit alter Zeit am großen Straßennetz angeschlossen. Die alte Römerstraße ging mitten durch das Land. Und was vorher war? Es ist noch viel von der alten Zeit zu sehen, von der ganz alten Zeit. Die Hügelgräber bei Bruckberg, über 2000 Jahre sind sie alt. Und dann die Keltenschanzen, die diese Urbevölkerung errichtete, um sich gegen ihre Feinde zu wehren, was aber doch nichts nützte, die Bajuwaren kamen, sahen, siegten. Daraus wurden dann die Freisinger, Moosburger, Kranzberger und wie sie alle heißen, die ab und zu ihr Heimatmuseum besuchen, um die Funde aus alter Zeit zu bestaunen. Was hier mit dem LKW angefahren, auf Halde gekippt und von den Greifern des Kranes gefasst wird, ist Montmorillonit, den das Moosburger Werk in seinen Bergwerks- und Tagebaubetrieben gewinnt. Bis aus dem natürlichen Ton die hochaktive Bleicherde wird, hat das Material einige Produktionsstufen und eine Reihe von Prüfungen zu durchlaufen. Zum Aktivierungsprozess benötigt man Säuren, die in großen Kesselwagen angeliefert und in diesen eigenartigen Behältern gespeichert werden. Ein Mann genügt zur Überwachung und zum Betrieb der Erdgasstation in der Moosburger Fabrik. Die Moosburger Bleicherde Tonsil ist den Fachleuten der ganzen Welt bekannt. Sie wird von Erdöl- und Speiseölraffinerien in rund 50 Ländern der Erde bezogen. In Säcken verpackt tritt sie den Weg zu den deutschen und überseeischen Abnehmern an. Viel geht weit hinaus, in alle Welt, was die fleißigen Leute im Freisinger Land geschaffen haben. Mancher geht selbst den großen Weg, der aus seiner Heimat hinausführt. Aber vergessen kann er es nie, das Land an Isar und Amper, wo er aufgewachsen ist. Umgeben von Berg und Wald, von Flur und Wasser, von seinen Hoffnungen und seinen Leiden. Und die Erinnerungen werden oft stärker sein als die Gegenwart. Denkt er zurück an das Albergona-Fest, das jedes Frühjahr die Kinderherzen bezaubert. Denkt er zurück, wie seine Leute daheim denkt und gret haben. Nein, der Rübergangner, der ist ja hart, weil auf Orte krank gewesen ist, da sind ja stundenweise am Zürgergangen. Leute waren da, scharenweise, mehrere nur wie heute, nicht? Ja, wo haben die überall hergekommen? Die Bittgang Zürgergangen früher, stundenweise, nicht? Wenn man mit raus, da von über 1000 Grauerdorf da und nachher rum, auf Nadelstadt, Atenkirchen, Schweinestadt. Ja, ist das wahr? Ja. Ach so, viele haben da hergekommen. Und waren noch mehrere bei den Bittgangen wie heute, nicht? Ah, ja. Und da hat er die Rostwürste gegeben, gell? Oh, war die um ein Zehner? Nein, die waren schon vergangen, oder? Mit Weißwürst. Ja, die sind ja drinnen gewesen. Da hat er gehauen. Das war uns ja das Liebste, nicht? Weil man da eben nicht so viel Geld braucht hat, weil man es nicht gehabt hat. Natürlich haben wir mehrere gekriegt, natürlich. Da hat er vom Vater auch ein halber Gauner gekriegt. Ja, ein Zehner. Schau, und ich? Ich krieg nichts. Wie viel kriegst du denn halber gar nicht Geld? Ja, jetzt darfst du schon 10 Mark geben. Ja, dann muss ich dir 10 Mark geben. Dann kaufst du was. Da? Ja, danke schön, dann geh ich. Schaff dir nur was Gescheites.
Ich krieg eine Doppelschokolade. Ja, was willst du? Warum, was machst du denn? Oma Marc, war nicht. Ich bin da, Oma Marc. Ich bin da. Ja. Ja, aus dem Kinderfest ist im Laufe der Jahre auch ein Fest für die ganz großen Kinder geworden, die nicht minder vergnügt bei schmetternder Blasmusik und beim süffigen Bier für einige Stunden den Alltag vergessen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. So heißt ein altes Sprichwort. Und der oberbayerische Bauer hält sich gern daran. Das Jahr ist ja so lang, ist angefüllt mit schwerer Arbeit, mit Saat und Ernte, mit Kommen und Vergehen. Die Dämmerung legt sich über das Freisinger Land. Mensch und Natur verblassen in der Dunkelheit und ruhen aus, bis die Nacht den neuen Tag erstehen lässt.